Kreisapotheke ist ein wichtiges Thema. Man nimmt ja alles mit. Fieberthermometer, Ohrenschmerzmittel, Hustensaft. Durchfallmittel. Manche Menschen verreisen mit dem Krankenwagen. Elektrolyte sind was Wichtiges. Ja. Also was muss man denn nun alles dabei haben und was ist eigentlich totaler Quatsch? Charlotte Kalender weiß das natürlich. Oh nein! Jetzt ist er weg. Sommerfeeling pur an der Ostsee in Kühlungsborn. Gesundheitsreporterin Charlotte beim Campen. Urlaub in Deutschland für viele dieses Jahr die gesündere Alternative. Charlotte! Wo bist du denn? Showtime! Na, Sie haben wohl gedacht, ich bin krank, was? Aber das bin ich nicht, denn schließlich bin ich ja erstens die Gesundheitsexpertin und zweitens habe ich natürlich die optimale Reiseapotheke dabei. Das Wichtigste in diesem Jahr ist natürlich das Desinfektionsmittel und die Gummihandschuhe, Einweg-Gummihandschuhe. Und da wir unsere Stoffmasken, die viele sich genäht haben, natürlich hier nicht bei 60 Grad waschen können und auch keinen Backofen zur Verfügung haben, in dem wir ihn backen können, müssen wir auf diese medizinischen Einwegmasken zurückgreifen. Und davon sollten wir genauso viele dabei haben, wie die Anzahl Tage, die wir hier verbringen. Charlotte als Gesundheitsexpertin ist natürlich perfekt ausgestattet, bis hin zur Schlafmaske. Oh Mann, sag mal, jetzt ist auch die ganze Schminke gleich ab, Mensch. Oh, kein Maskenbildner dabei. Oh. Aber auch hier jammern auf hohem Niveau, ich weiß. Also Schlafbrille und Mundschutz in einem. Gut, oder? Das Gute an dieser Schlafmaske ist, dass es dunkel bleibt und weiterhin Melatonin, das Schlafhormon, ausgeschüttet wird, anstatt dass wir in den Wachmodus wechseln. Was oft passiert, wenn es im Zelt oder Bus zu früh hell wird und dann auch noch die Nachbarn nebenan plaudern. Aber wie sieht es bei den anderen Urlaubern aus? Das will die Gesundheitsreporterin jetzt herausfinden. Hallo! Camping-Cop-Kalender hier. Ich wollte mal für Ordnung in Ihrer Reiseapotheke sorgen. Wie sieht's denn da aus? Sehr gut. Haben Sie eine Reiseapotheke dabei? Natürlich. Ist das hier der Corona-Zaun, den Sie hier angebracht haben? Den haben wir angebracht und das Corona-Teil liegt da drin. Ah, wo ist er denn? Da hinten. Ha? Charlie, Bund, Bund. Charlie, guck mal hier. Charlie heißt er, wie ich. Ja. Charlie, pass auf hey. Hier. Tag, guten Tag, wie sich das hier hört. Guten Tag. Da. Gib mal Pfötchen. Komm mal her. Na, Charlie? Das ist was? Mobilat. Ah ja, Mobilat. Für die Gelenke. Corona-Vorsorge hatten wir sonst nie mit. Ein Fieberthermometer. Ja. Ja, das ist natürlich gut. Augen-Nasensalbe. Und was ist das hier? Das ist Babypuder. Ach, Babypuder. Wofür ist das denn? Für Wundestellen. Ach so, für Poppes. Für alles Mögliche. Ja, ist auch Pflaster, gut. Pflaster, wie sich das gehört. Einmal wasserfest, einmal ohne wasserfest. Ja, das ist auch sehr gut. Ich kann Ihnen ja mal da behilflich sein. Gertrud ist perfekt ausgestattet. Und das liegt daran, dass sie bei der Krankenkasse arbeitet. Aber mit einer Sache kann Charlotte sie doch noch glücklich machen. Haben Sie was gegen Hühneraugen? Da hätte ich sonst auch noch was. Ja, das hätte ich gerne. Ja. Ich habe nämlich, glaube ich, was mit gegen Hühneraugen. Ja, haben Sie steht dabei? Drin. Ich habe nämlich eine Dornwarze unter dem Fuß. Da sehen Sie, als hätte ich es geahnt. Danke. So, für die jetzt Dornwarze. Mensch, Gertrud, ich sehe schon, wir werden Freunde. Perfekt. Was haben Sie denn dabei? Ich habe Neoangin habe ich mit. Ja, können Sie zeigen? Muss ich alles wieder auspacken? Ja, das lohnt sich. Ich habe auch was zum Auffüllen dabei, falls was fehlt. Alles außer Kondome habe ich dabei. Ja, Halsschmerztabletten, das ist schon mal gut. Ich kann ja hier noch mal aufmachen. Ah ja, auch für Hustentabletten? Ja, alle haben sie. Das ist das Waschzeug. Dabei. Ach, das ist das Waschzeug, okay. Ibus? Ja, ist ja schon eine schlanke Reiseapotheke, sag ich mal. Familie Schmidt aus Bayern hat zwei Kinder dabei. Da sieht die Reiseapotheke natürlich gleich ganz anders aus. Dann bekommen die Kinder Zähne, oder sie bekommen Zähne, da haben wir Globuli dabei. Nein, oh, vorbildlich. Schön, das haben alle guten Biomütter mittlerweile. Ja, dann die Annika, haben, wenn das Kind stürzt vom Fahrrad, weil es genau, Fahrrad fahren lernt. Genau. Ne? Dann eine sogenannte Notfallsalbe, die hilft bei allem, was bei es gibt. Eine Wundersalbe? Da sieht man mal, die Urlauber sind gar nicht so schlecht ausgestattet, wie man immer denkt. Und je größer das Wohnmobil, desto größer die Reiseapotheke. In diesem Sinne, fahren Sie bitte auch los und statten sich aus, damit Sie nicht mit leeren Händen dastehen, falls ich bei Ihnen vorbeikomme. Gesund und dynamisch durch den Urlaub. Gesundheitsreporterin Charlotte zeigt uns, wie es geht.